Ich sehe schon, wenn ich von der Malerei leben müsste, ging es mir schlecht, schrieb der Maler Karl Spitzweg 1836 an seinen Bruder. Und mit dieser Einschätzung dürfte er richtig gelegen haben. Jedenfalls hat er, selbst er, selten mehr als 10 Bilder im Jahr verkauft. Und die Genugtuung hoher Verkaufspreise wurde ihm zu Lebzeiten jedenfalls nicht mehr zuteil. Zum Glück, das darf man heute wohl sagen, musste Karl Spitzweg dank einer Erbschaft dann am Ende selber nicht von der Malerei leben. Übrigens auch Liebermann nicht, aber der hat dann zu Lebzeiten doch noch hohe Preise kennengelernt. Und auch nicht vom erlernten Apothekerberuf, jetzt bin ich wieder bei Karl Spitzweg. Also weder davon musste er leben, noch von der Malerei, sondern er hatte gut geerbt. Ironie der Kunstgeschichte, dass wir ausgerechnet diesem Umstand aber wiederum den armen Poeten verdanken. Also das berühmte Ölgemälde, das, ich muss es Ihnen ja nicht erklären, ein Dichter in seiner zugigen Dachkammer im Bett unter einem Regenschirm sitzen zeigt, also ein ins Groteske überzeichnetes Sinnbild der prekären Künstlerexistenz. Aber es ist ja genau dazu geworden. Dass die Lebenswirklichkeit der meisten Künstler und Kreativen im Deutschland des 21. Jahrhunderts mit Spitzwegs Gemälde wenig zu tun hat, ist nicht zuletzt einem stabilen Fundament der sozialen Absicherung zu verdanken, nämlich der Künstlersozialversicherung, eingeführt vor 33 Jahren. Und ich sage immer, dass es weltweit einzigartig ist, weil ich weiß, es gibt Länder, die ähnliche Modelle erproben, auch in Skandinavien, aber zumindest dieses Modell, wie wir es erfolgreich praktizieren, da können wir stolz sein, ist eine deutsche Erfindung. Und seitdem können selbstständige Künstler und Publizisten sich weitgehend wie Angestellte versichern mit heftiger Finanzierung von Krankenpflege- und Rentenversicherung durch ihre, also die künstlerischen oder publizistischen Leistungen verwertenden Auftraggeber und eben mit einem erheblichen Anteil durch den Staat. Und doch steht der arme Poet den über 180.000 KSV-Versicherten gefühlt gewissen her als sein Schöpfer, der durch eine Erbschaft eben aller finanziellen Sorgen enthobene Maler. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der versicherten Künstler und Publizisten beträgt gerade mal 15.000 Euro und die Kopie- und Vervielfältigungsmaschine Internet birgt, natürlich bei allen positiven Aspekten, die betonen wir zu Recht ja auch immer, und Chancen, die die digitale Entwicklung mit sich bringt, aber dann doch auch die Gefahr, dass kreative Leistungen zum kostenfrei verfügbaren allgemeinen Gut degeneriert werden. Hinzu kommt, dass immer mehr Kreative selbstständig tätig sind und der Arbeitsmarkt Kultur, das wurde in der Gesprächsrunde eben über hybride Erwerbsbiografien im Kulturbetrieb ja mutmaßlich auch deutlich, in vielen Fällen ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenverantwortung und Enthusiasmus oder weniger euphemistisch gesagt, nicht selten die Bereitschaft zur Selbstausbeutung verlangt. Grund genug also, gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern zukunftsfest machen können und sie als stabile und verlässliche Rückendeckung auch der Solidargemeinschaft für den Einzelnen in Zeiten erhalten können, in denen erstens die Zahl der Versicherten und damit natürlich die Höhe der Leistungsansprüche steigt. Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der Politik. Und zweites Thema, in dem die Digitalisierung das Modell Künstlersozialversicherung möglicherweise auf eine echte Bewährungsprobe stellt. Der Kulturrat hat ja gestern schon auf die vielen Selbstvermarktungs- und Direktvermarktungsvarianten künstlerischer Leistung im Internet hingewiesen. Da fallen dann die Verwerterrollen weg. Und insofern ist das tatsächlich eine große Bewährungsprobe. Ich bin meiner Kollegin Andrea Nahles sehr dankbar, dass das Bundesministerium für Arbeit und Sozialen einem konstruktiven und, wie es ja auch in der Einladung heißt, ergebnisoffenen Austauschraum bietet, und nutze gerne die Gelegenheit, deutlich zu machen, worauf es meiner Ansicht nach aus kulturpolitischer Hinsicht ankommt. Anders als der Begriff Zukunftswerkstatt im Veranstaltungstitel es vielleicht vermuten lässt, haben wir ja auch in der Vergangenheit, und damit meine ich jetzt erstmal die letzten 2,5 Jahre, die dieser Koalition intensiv gewerkelt und diesem Erfolgsmodell Künstlersozialkassen mit den zur Verfügung stehenden politischen Werkzeugen auch gleich zu Beginn der Legislaturperiode
behandelt. Wir waren in Meseberg kurz nach Amtsantritt im Februar 2014 und sollten sagen, was für das erste halbe Jahr die wichtigsten Themen waren. Und bei Andrea Nahles und bei mir kam, ohne dass wir das abgesprochen hätten, die Stabilisierung der Künstlersozialkasse drin vor. Und das haben wir dann ja auch wirklich sehr zügig hingekriegt. Also gleich zu Anfang der Legislaturperiode haben wir das Gesetz, ich muss es noch mal ganz kurz erinnern, weil vielleicht wissen das nicht alle und es ist deshalb wichtig, weil wir beide ja auch die sind, die jetzt vielleicht noch mal wirken müssen, zur Stabilisierung des KSV-Abgabesatzes auf den Weg gebracht. Der hat dazu geführt, dass der Künstlersozialabgabesatz seitdem zumindest nicht gestiegen ist. Und das ist ein wichtiges kulturpolitisches Signal und natürlich ein entscheidender Beitrag zu einer breiten öffentlichen Akzeptanz der Künstlersozialversicherung. Ich betone das immer, weil wir uns hier im Zweifelsfall einig sind, die Sozialpolitiker dann zum Glück auch und eben die Kulturpolitiker. Aber wir haben es natürlich mit einer Kollegengruppe zu tun, die auch aus sehr vielen anderen Milieus kommen und dass die Künstlersozialversicherung in der breiten gesellschaftlichen Akzeptanz sich schwer tut, das wissen Sie alle. Und deshalb ist es manchmal besser, nicht so laut zu rufen, solange es einen gesellschaftlichen Konsens gibt und zumindest die Kritiker nicht so laut werden. Aber die, die es zu verantworten haben, also Soziales und wir sind uns da einig. Die verschärften Prüfpflichten der deutschen Rentenversicherung stellen ja sicher, dass Verwerter kreativer Leistungen sich nicht um die Abgabe drücken können. Das ist auch alles politisch und in direktem Kontakt miteinander. Ich habe es ja immer mit den Künstlern und mit den Verwertern zu tun, ist das auch ein Spannungsfeld und heikel. Aber uns ging es ja durch diese anderen und neuen Prüfpflichten darum, dass diejenigen, die sich bisher gedrückt haben, es künftig nicht mehr so leicht haben. Davon profitieren nämlich nicht nur die Versicherten, sondern natürlich, und das ist wichtig, vor allen Dingen die Verwerter in der Kultur- und Medienbranche, die bisher schon ehrlich ihre Beiträge gezahlt haben. Und die sollen nicht die Zahlmeister sein, auf deren Kosten andere sich ihren Pflichten entziehen. Das ist eine Frage der Fairness, aber natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass das Modell Künstlersozialkasse auf Dauer funktioniert. Soweit der Blick erstmal in die Großkoalitionäre Werkstatt, wir hatten hier dabei, in der, wie gesagt, mein Haus und das BMAS ganz toll zusammengearbeitet haben. In die Zukunftswerkstatt, und jetzt kommt der nächste Schritt, begeben wir uns gemeinsam mit Ihnen, also den Künstlern und Kreativen, um herauszufinden, ob und inwieweit die Digitalisierung den Einsatz neuer oder anderer Werkzeuge nötig macht. Wenn die zunehmende Selbstvermarktung der Künstlerinnen, Künstler und Kreativen mit Hilfe neuer technischer Möglichkeiten im Internet dazu führt, dass künstlerische und publizistische Leistungen an etablierten Verwertungswegen vorbei einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, dann drohen strukturelle Finanzierungslücken, weil sich die Kluft zwischen den Einkommen der Künstler und den künstlersozialabgabepflichtigen Honorarsummen der verwertenden Unternehmen logischerweise vergrößert. Die Kluft. Im Moment können wir das noch nicht abschätzen. Es gibt gute Beispiele, zum Beispiel aus der Musikbranche, die zeigen, dass klassische Verwerter sich durch Anpassung ihrer Geschäftsmodelle ehrlich und fair weiterhin unentbehrlich bei der Vermarktung kreativer Leistung machen können. Damit wäre die Tragfähigkeit der Künstlersozialversicherung in ihren bisherigen Strukturen auch für die digitalisierten Verwerter gesichert. Aber ich muss es noch einmal sagen, auch wenn es mir nicht leicht fällt, es gibt auch auf der Verwerterseite in den anderen Branchen, also die Musik versucht das jetzt, immer wieder Schwierigkeiten. Wir bekommen das natürlich jetzt bei der Verhandlung über die Urhebervertragsrechte, über Leistungsschutzrechte, nicht nur bei Verlagen, durch die Urteile auf EU-Ebene jetzt mit. Es ist ein schwieriges Verhältnis. Und es gibt auch Branchen, da ist von Sozialwahn die Rede, wenn man zum Beispiel an die Künstlersozialkasse oder das Folgerecht denkt. Und insofern ist und bleibt das ein Spannungsfeld, in dem wir, die Politik, versuchen müssen, dieses Verhältnis auszubalancieren. Und selbstverständlich, der Kulturrat hat es gesagt, es wäre ja einfach, den Bundeszuschuss zu erhöhen. Erstens muss man das
fair begründen und das heißt berechnen können. Das zweite ist aber, damit rufe ich die Generalkritiker jenseits dieser Milieus natürlich erst wieder auf den Plan. Also man muss das behutsam miteinander verhandeln und auf die Reihe bringen und das ist kein so einfacher Prozess. Aber uns haben sie ja alle mal erstmal an ihrer Seite. Die Veränderung aber zumindest klarer zu sehen und auch zu verstehen, also das, was wir heute hier untereinander verhandeln, müssen wir ja in die größere politische Agenda tragen, ist wichtig, um politisch und rechtlich an den richtigen Stellen nachzujustieren. Deshalb erhoffe ich mir von Ihrer Zukunftswerkstatt, also auch von Ihrer Fachkompetenz und Ihrer Expertise, neue Erkenntnisse auch für mich und unser Haus und für die Kulturpolitik insgesamt. Also Sie müssen uns Berechnungsmaßstäbe liefern, Sie müssen uns genau sagen, wo und wie muss denn nachjustiert werden, damit das mehr ist als nur eine Behauptung, an die sich eine aus der Sicht vieler Kritiker willkürliche Zahl knüpft. Welche Veränderung auch immer sich dabei jetzt hier in der Zukunftswerkstatt und in solchen Gesprächen am Horizont abzeichnen. Auch im digitalen Zeitalter sollten wir alle nicht vergessen, worum es im allgemeinen Interesse ist, die Künstlersozialversicherung als kulturpolitische Errungenschaft zu verteidigen. Also nicht nur im Interesse des jeweils einzelnen Begünstigten, sondern im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Das versuche ich immer klar zu machen. Kunst und Wissenschaft sind frei, heißt es ja nicht umsonst im Artikel 5. Es gibt kaum eine Verfassung der Welt, die die Kunstfreiheit mit einem so noblen Verfassungsrang belegt. Also Kunst und Wissenschaft sind frei, heißt es bei uns im Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Erhebung der Kunstfreiheit in diesem hohen Verfassungsrang ist ja vor allen Dingen eine Lehre aus unserer jüngsten Geschichte. Aus zwei deutschen Diktaturen in einem Monat haben wir zumindest eine Lehre gezogen, die da eben lautet, die Freiheit der Kunst ist konstitutiv für unsere vitale Demokratie. Kreative und Intellektuelle sind so etwas wie das Korrektiv einer Gesellschaft. Wir brauchen alle. Experimentierfreudige Künstler, auch unbequeme Denker, sag ja immer, sie dürfen, sollen und müssen Zumutung sein. Künstler sind in der Regel dann gut, wenn sie wissen, dass sie nicht zwangsläufig gefallen müssen. Wenn sie es dann doch tun, umso besser, aber es ist nicht ihr primärer Auftrag. Also auch unbequem sein. So etwas wie der Stachel im Fleisch unserer Gesellschaft, der verhindert eben, dass intellektuelle Trägheit, argumentative Fantasielosigkeit oder politische Bequemlichkeit, uns geht's ja wirklich ziemlich gut, eine Demokratie einschläfern und das heißt auch gefährden. Sie sind es, davon bin ich fest überzeugt, die Intellektuellen, die Kreativen, die unsere Gesellschaft vor neuerlichen totalitären Anwandlungen zu schützen imstande sind, wenn wir sie zum Experiment ermutigen, wenn auch mal Grenzen und Denkmuster in Frage gestellt werden. Sie sind es auch, die mit ihrem, ich zitiere da gerne Jürgen Habermas, avantgardistischen Spürsinn für Relevanzen, mit künstlerischen Kompetenzen wie Empathie, Ausdrucksvermögen, Neugier und Weltoffenheit notwendige Veränderungen anstoßen und Innovationen aller Art den Weg bereiten. Ich glaube ja, dass wirtschaftliches Wachstum kreativen Ideen folgt und nicht umgekehrt. Wir erleben das übrigens, kleiner Exkurs aktuell bei der Integration der Menschen, die Zuflucht suchen in Deutschland und zu deren Integration, glaube ich, besonders Künstler und Kreative mit ihren Ideen beitragen. Ich weiß nicht, ich habe gerade einen Sonderpreis für die Arbeit mit Geflüchteten und Integration in unsere Gesellschaft ausgegeben und da war zum Beispiel diese Dresdner Brassband Banda Internationale dabei, in der deutsche und geflüchtete Musiker, sind ja viele dabei, durch Dresden laufen, die können das gut gebrauchen, wir hier auch. Und die zeigen natürlich, was Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Film, Theater, aber auch bildende Kunst für die Gesellschaft zu leisten imstande ist. Weil Kunst eben gemeinsame Sprache sein kann, wo Unterschiede sonst Schweigen oder Missverstehen provozieren, dass sie gemeinsame Erfahrungen bescheren, wo unterschiedliche Herkunft sonst ab- und ausgrenzt. Und uns kann die Kunst auch nötigen, die Perspektive zu wechseln und die Welt buchstäblich aus anderen Augen zu sehen. Wir haben diesem Preis und dieser Initiative ja ganz bewusst das Motto Kultur öffnet Welten gegeben. Das gefällt mir in dieser sprachlichen Fassung ganz gut, deshalb sage ich es hier auch, damit Sie es auch mal gehört haben.
Und dann kann man manchmal sehen, dass wir das ja wohl schaffen können. Also zurück, künstlerische Arbeit, meine Damen und Herren, dient also nicht nur der individuellen Selbstverwirklichung und nützt auch nicht nur den sogenannten Verwertern, den Künstlern sowieso, den Versicherten, aber nicht nur den Verwertern als zweiter Gruppe auch. Wir alle, das glaube ich, profitieren davon, wir alle, die ganze Gesellschaft. Das ist der Grund, warum der Bund die soziale Absicherung selbstständiger Künstler und Kreativer eben mitfinanziert. Das alleine ist der Grund, warum der Bund sagt, bei dieser einen einzigen Branche, jetzt aus arbeitsmarktpolitischer Perspektive mal, da leisten wir einen Beitrag zur sozialen Absicherung. Daran hin und wieder zu erinnern, ist nicht minder wichtig als die Arbeit in der Zukunftswerkstatt, für die ich Ihnen und uns allen, ich sage es nochmal, eine fruchtbare Diskussion und interessante Erkenntnisse wünsche. Arbeite nur, wenn du das Gefühl hast, es löst eine Revolution aus, hat Josef Beuys ja mal gesagt, und diese auf den ersten Blick vielleicht etwas ungesund anmutende Haltung kann man, wie ich finde, ja durchaus auch als pointierte Beschreibung künstlerischen und kreativen Schaffens sehen. Es muss ja auch nicht immer gleich die Weltrevolution sein. Ich glaube, dass die kleinen, nennen wir es mal so, Revolutionen im Denken, im Alltag, im Bewusstsein, es sind, die jeder gesellschaftlichen Veränderung vorausgehen. Und die kommen eben am ehesten aus diesen Milieus. In diesem Sinne tragen eben Kunst und Kultur immer so ein bisschen den Keim des Revolutionären im besten Sinne in sich und dass daraus was wachsen kann oder dass es auf einen fruchtbaren Boden fällt. Ich bleibe mal im Bild, dass es ein wachstumsförderndes Klima gibt. Ich glaube, das macht eine vitale Gesellschaft und Demokratie aus und dafür einzutreten ist, denke ich, unser aller gemeinsame Anstrengung wert. Und deshalb können Sie auf meine Unterstützung zählen, wo immer es darum geht, auch die Zukunft der Künstlersozialkasse zu sichern. Vielen Dank.